Madison Chock und Evan Bates, die Drittplatzierten im Eistanzen. Vierte waren sie nach dem Short Dance, aber dank einem mehr als gelungenen Kürtanz konnten sie noch einen Rang gut machen und Bronze gewinnen. Madison Chock und Evan Bates, die US-Amerikaner mit Platz 3 im Eistanzen. Genau das gleiche Ergebnis, wie sie schon erzielt haben beim Cup of China. Damit haben sie aber leider das Grand Prix-Finale verpasst. Sie gehören noch zu den Nachrückern, aber natürlich sind die Chancen diesbezüglich gering. Die ersten 6 Eistanzpaare sind aktuell alle fit und ich denke mal, wir werden sie auch in 2 Wochen in Fukuoka wieder sehen.